Ich bin viel auf der Welt und habe viele Bike-Trails gesehen. Aber der beste Weg nach meiner Erfahrung ist genau der, der hinter dem Haus anfängt, der Heimtrail. Bei Ride My Hood treffe ich interessante Persönlichkeiten aus der ganzen Schweiz, um mit ihnen ihre Home-Trail zu fahren. Heute besuche ich ehemalige Cross-Country-Weltcup-Fahrerin und E-Bike-Weltmeisterin Nathalie Schneider in ihrer Heimat Solothurn. Hey, René! Hoi, Nathalie! Hoi, geht's gut? Mal. Hey, cool, hast du mich hier eingeladen. Was hast du heute vor? Ja, ich glaube, wir machen hier ein geiles E-Bike-Türli zusammen, fahren auf den Wiesensteig, genießen die Aussicht und fetzen nachher noch ein paar coole Trails. Das Essen gibt es auch etwas da. Ja, essen die immer während dem, was wir die Aussicht genießen. Okay. Gute Trails hier rauf, mit dem E-Bike, da wirklich auch technische Anstieg. Bist du ein bisschen in die Schweiz gekommen, hier bergauf mit dem E-Bike? Nein, nur so ein bisschen Einschweiss. Kommt meistens so auf der Seite. Normalerweise kommt der Schweiss hier und beim E-Bike kommt er nur auf der Seite. Ja, klar! Gut, nein, aber was reizt dich besonders am E-Bike? Ja, ich bin schon, als ich noch Cross-Country-Weltcup gefahren bin, eigentlich am liebsten technisch bergauf gefahren. Ich finde Rauffahren manchmal ein bisschen langweilig, wenn es eben keine fahrtechnischen Herausforderungen gibt. Und mit dem E-Bike ist das wirklich jetzt einfach nochmal ein Level anders. Also da kannst du Trails bergauf fahren, die bis jetzt eigentlich nur bergab fahrbar waren. Und das fasziniert mich an dem Teil schon mega fest. Ja, und dass dir jemand mal entgegenfährt oder so, hast du noch nicht gerade Problem gehabt? Wenn du dort rauffährst und das runterfahren? Ja, also man muss dann natürlich schon ein bisschen gesunden Menschenverstand einschalten, das vielleicht nicht gerade am Sonntagmorgen machen, wenn ganz viele Wanderer und andere Velofahrer unterwegs sind. Aber grundsätzlich Augen auf, immer freundlich bleiben und mit Respekt geht es, glaube ich, nicht nur auf dem Trail, sondern generell im Leben ein bisschen besser. Ja, hi. Wir kennen ihn.